Dezember 1988, mit dem ersten Start der Ariane-Rakete, wurde der Astra-Satellit ins All geschossen. Damit begann eine neue Ära des Satellitenfernsehens. Nachdem sich Rakete und Satellit getrennt hatten, erreichte Astra wenig später seine vorgesehene geostationäre Position bei 19,2 Grad Ost. Aus einer Höhe von 36.000 Kilometer über dem Äquator sendete eine unvergleichlich große Auswahl an Fernseh- und Radioprogrammen. Seine Ausleuchtzone erstreckt sich von Skandinavien bis in den Süden Italiens und von Spanien bis Osteuropa. In der Kernzone reicht eine kleine 60 cm Parabolschüssel für den einwandfreien Direktempfang des kompletten Astra-Programmangebots. Eine große Anzahl europäischer Programme. Es heißt also nicht umsonst, Programmvielfalt überall. Betrieben wird Astra von der Société Humaine des Satellites in Luxemburg. Diese wurde im März 1985 als private Gesellschaft luxemburgischen Rechts eingetragen. Der Sitz des Unternehmens ist das Schloss Betzdorf. Der Markt der Société Européenne des Satellites ist Europa. Ihre Anteilseigner sind europäische Banken, Investment- und Medienunternehmen. Hinter dem zukunftssicheren Astra-System steht ein professionelles, multinationales Team. Das Unternehmen beschäftigt europaweit rund 100 Mitarbeiter aus 10 Nationen. Dieser Komplex ist das Kontrollzentrum für Astra. Von Betzdorf aus wird Tag und Nacht die Verbindung mit dem Satelliten gehalten. Als Herz des Astra-Systems gewährleistet das Satellitenkontrollzentrum die einwandfreie Funktion und Arbeit von Astra. Die Antennen des Satellitenkontrollzentrums sind direkt auf Astra ausgerichtet. Über sie wird Astra im Weltraum kontrolliert und gesteuert, werden Programme zum Satelliten gesendet und können auch im Auftrag Fremdsatelliten in ihrer Erdumlaufbahn überwacht und gesteuert werden. Überwachung und Steuerung dient eine dieser Kontrolleinheiten, immer doppelt und vielfach sogar dreifach ausgelegt. Somit ist man für künftige Generationen bestens gerüstet. Die einzelnen Übertragungskanäle des Satelliten, die sogenannten Transponder, werden in diesem Raum überwacht. Satelliten werden nicht am Fließband produziert. Für den Bau eines ca. 2 Tonnen Astra-Satelliten brauchen hochspezialisierte Fachleute mindestens 2 Jahre. Der komplexe Satellit wird in einer praktisch staubfreien Atmosphäre zusammengebaut. Jedes Bauteil wird in Tests und im System vielfach überprüft. Nur höchste Sorgfalt auf der Erde garantiert die einwandfreie Funktion im Weltraum. Start befördert die Ariane-Rakete Astra in seine vorläufige Erdumlaufbahn um den Äquator. Der erdnächste Punkt dieser elliptischen Bahn liegt bei etwa 220 Kilometern, der erdfernste bei 36.000 Kilometern. Von dort wird Astra mit Hilfe bordeigener Raketen auf seine stationäre Bahn gebracht. Hier entfaltet er seine 20 Meter langen Sonnenpaddel, die seine elektronischen Systeme mit Energie versorgen.
erdennahen Umlaufbahn in einer Höhe von 300 Kilometern hat ein Satellit eine Umlaufzeit von etwa 1,5 Stunden und dreht schneller als die Erde. Der Mond auf einer erdfernen Umlaufbahn benötigt 28 für eine Umdrehung. Dazwischen existiert die geostationäre Umlaufbahn in einer Höhe von 36.000 Kilometer, auf der Astra genauso schnell dreht wie die Erde. Astra steht somit immer am gleichen Ort über dem Tor. Die optimale Position von Astra liegt innerhalb eines Raumwürfels mit 70 Kilometer Kantenlänge. Aus dieser Position wird er langsam aber stetig abgedrängt, zum Beispiel durch den Sonnenwind. Mit Bordraketen, die vom Boden ausgezündet werden, wird die Position korrigiert und auf 19,2 Grad Ost gehalten. Raketentreibstoff reicht für ein Satellitenleben, das ungefähr 12 Jahre beträgt. Das Astra-System ist ausbaufähig und damit zukunftssicher. Jeder Astra-Satellit hat 16 Transponder, von denen jeder einen Fernsehkanal überträgt. Mit jedem Astra-Satelliten kommen also 16 weitere Fernsehprogramme dazu. Ist ein Transponder gestört, kann sofort auf einen Ersatzverstärker umgeschaltet werden. Die Fernseh- und Radioanstalten, die über Astra ihre Programme abstrahlen, sind über ganz Europa verteilt und übermitteln ihre Programme per Richtfunk zu den hier gezeigten Standorten. Von diesen Standorten, sogenannten Uplink-Stationen, werden die Programme zu A hinaufgeschickt. Der Uplink erfolgt mit einer Parabolschüssel, zum Beispiel wie dieser von der Bodenstation in Betzdorf. Astra setzt die Signale um und strahlt sie wieder ab. Wenn das Bild auf dem Fernsehschirm erscheint, hat es mehr als 72.000 Kilometer mit Lichtgeschwindigkeit zurückgelegt. Am 7. Juni 1988 belegte es Television gleich 4 Transponder für seine Programme und war somit der erste Astra-Kunde. Heute bietet das Astra-Satellitsystem eine komplette Programmvielfalt, ausgerichtet auf unterschiedliche europäische Sprachräume und Interessen. Mehrfachtonträger zu jedem Kanal ermöglicht gleichzeitige Abstrahlung mehrerer Sprachen zum gleichen Bild oder die Übertragung von Stereo-Radioprogrammen. Familienunterhaltung, Sportmusik, Kultur, erstklassige Filme und Pay-TV. Astra bietet das andere Fernsehen für jeden Markt und jeden Zuschauer. Einwandfreien Empfang von Astra. Sie bieten für den Individualempfang nur A, eine kleine, kostengünstige Parabolantenne, B, einen Satellitenreceiver und C, ihr bereits vorhandenes Fernsehgerät. Das komplette Vergnügen kostet nicht mehr als ein Videorekorder. Weitere Möglichkeit, die Astra-Programmvielfalt zu empfangen, sind Gemeinschaftsanlagen. Sie können sich mit Nachbarn zu Haus- oder Wohnungsgemeinschaften zusammenschließen und die Programme über eine Astra-Empfangsanlage Wohnung holen. Und nicht zuletzt kann man auch über Kabel in den Genuss des Astra-Angebotes kommen. Durch die Einspeisung in das Netz der Bundespost oder andere private Kabelnetze.
Astra ist die Alternative für 80% der europäischen TV-Haushalte, die keine Möglichkeit haben, eine breite Programmpalette zu empfangen. Also ergreifen Sie selbst die Initiative. Das Astra-System wurde weitsichtig für die kommenden Jahrzehnte projektiert. Durch die Co-Positionierung mehrerer Satelliten, die benachbarte Frequenzbereiche benutzen, können mit der vorhandenen Empfangsanlage und ohne Positionsänderung weitere Fernseh- und Radioprogramme empfangen werden. Für Ihr Vergnügen. Hat's drauf.